In diesem Video siehst du, wie du mit Kanjo eine Terminvereinbarung anlegen kannst und auf deine Seite integrieren kannst, sodass sich der User hier einen Termin aussuchen kann und in dem Falle entweder kostenfrei oder tatsächlich auch diese Leistung, dieses Gespräch bepreist und bezahlt werden kann. Schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert. Okay, dazu legen wir einen neuen Kalender an, hier im sogenannten Consultant-Modell, also eine einmalige Geschichte. Das nennen wir Online-Beratung, weil das ist es ja. Bestätigen das. Okay, hier können wir was am Look and Feel des Kalenders verändern. Brauchen wir im Moment aber gerade nicht. Dann noch ein Hinweis. Okay, jetzt geht es darum, diese Class, also diese Terminvereinbarung nochmal zu benennen, zu betiteln. Das nennen wir 15 Minuten Online-Beratung Quick Fix. Das dauert eine Viertelstunde. Wir legen einen Berater, in dem Falle mich, an und wählen dann die verfügbaren Tage aus. Ich nehme mal ganz klassisch hier so die Wochentage. Und da ich tagsüber nicht so viel distracted sein möchte, wähle ich aus, dass es nur um 9.15 Uhr geht und am späten Nachmittag nochmal. Okay, dann adde ich diese Termine. Kann dann noch entscheiden, ob es vielleicht keine Buchung am selben Tag gibt, aber für diese Dienstleistung, wo es um Quick Fixes geht, wäre das wahrscheinlich unsinnig. Also lasse ich das, bestätige ich das so entsprechend. Prima. Jetzt kann man eben noch entscheiden, beispielsweise als Lead-Magnet auf anderen Teilen der Seite, dass es kostenfrei ist. Für diesen Bereich wollen wir es aber berechnen. Nur als Beispiel. Im Vorfeld habe ich bereits mal ein Produkt angelegt, nämlich hier diese Online-Beratung, beziehungsweise einen Preis angelegt für diesen Kalendereintrag. Und der soll eben 25 Euro pro Viertelstunde kosten. Jetzt kann man noch eintragen, bei mir macht das Sinn, da ich im deutschsprachigen Bereich tätig bin, in welcher Timezone der Kalender voreingestellt sein soll. Und eine Success-Message, wenn dieser Termin erfolgt ist. Der jetzt erstmal rein auf der Seite eine Information, eine Erfolgsmitteilung. Und auf der nächsten Seite kommen wir dann dazu, dass wir dem Anfragenden auch direkt eine E-Mail-Bestätigung nochmal zukommen lassen können. Da kannst du jetzt die E-Mail-Adresse deiner Wahl eintragen, das bestätigen, und ich mache mal ein kurzes Beispiel gerade, dass man einfach sieht, da ist schon was vorkonfiguriert und wir können es relativ leicht editieren. Hier mal auf Deutsch irgendwas, eine Bestätigung nochmal eintragen. Das soll für den Moment reichen. Okay, das bestätige ich auch. E-Mail-Reminder brauchen wir bei kurzfristigen Buchungen wohl eher nicht. Ja, er soll selbst in der Lage sein, das zu canceln. Und sofortige Session Approval, genau, das passt. Ja, jetzt macht es natürlich noch Sinn, das mit dem Google-Kalender zu synchronisieren, sodass zum einen keine Termine angeboten werden, die gar nicht verfügbar sind, und zum anderen, dass die gebuchten Termine auch wirklich gleich in meinem Google-Kalender drin sind. Okay, dann kann man noch Tags und Assignen zuordnen oder eben die anfragenden Leads auf eine Liste zu sammeln, sowas wie Online-Terminvereinbarungsliste oder sowas. Ich nehme jetzt mal irgendeinen Tag, nur um zu sehen, dass es funktioniert. Hier, Webformular oder Webkalenderanfrage. Alles klar, das bestätigen wir und das soll für den Moment auch wieder reichen. Genau, das soll direkt auf einer Kartra-Seite entstehen. Jetzt kann man
Wenn's auf einer extra Seite ist, der Kalender, und nicht als Pop-up, kann man die URL dazu noch definieren. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Wobei wir im Beispiel gleich aber sehen werden, dass ich es als Pop-up einbinden werde. Ja, da haben wir die URL für den Kalender, den man natürlich dann auch, wo man die URL auch per E-Mail oder sonst wie Social Media nutzen und versenden und verwenden kann. Ja, hier ist das Beispiel für den heutigen Tag. Ist vormittags nicht mehr frei, weil wir haben schon 12 Uhr. Und man kann einen auswählen. Der Shop, das Bezahlsystem ändert, öffnet sich direkt. 25 Euro netto. Passt. Ziel ist erreicht. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, wie man das auf eine Seite denn tatsächlich einbindet. Jetzt schauen wir mal, wie wir diesen gerade neu erstellten Kalender auch auf eine tatsächliche Seite integrieren. Nehmen wir hier so eine Testseite. Da ist bereits ein Button. Da gehe ich eben auf die Einstellung, klicke dann oben auf Link und wähle dann unten aus Kartra-Kalender. Dann kriege ich die Auswahl meiner Kalender, die ich im Hintergrund alle angelegt habe. Suche den entsprechenden aus, kann dann entscheiden, ob es auf einer Seite stattfindet oder auf dem Pop-up, was ich in diesem Fall einfach geeigneter finde. Dann bestätige ich das, beziehungsweise speichere das und gucke mir den Preview dann direkt mal an. Okay, jetzt bin ich auf dieser Seite. Da ist der Button. Hinterlegt wurde, dass ein Pop-up mit dem Kalender entsteht. Das passt. Es öffnet sich die Bezahlfunktion. In dem Falle 25 Euro netto. Alles wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit Kartra und mit der Kalenderfunktion.